Und da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Together Star Wars The Old Republic. Hier von Davanis, diesem Hive of Scum and Villainy. Ja, wie wollen sie das übersetzen? Ort der Abschaum und Verkommenheit. Klingt irgendwie nicht ganz so episch. Jedenfalls haben wir schon mehreres hier platt gemacht auf unserem Weg zu den Verbrecher-Lords, die sich hier treffen, um mit dem Huttenkartell irgendwas auszuhandeln. Und jetzt ist unser nächster Kollege, den wir verprügeln wollen, Olok der Schatten. Der hat gerade schon mit uns ein bisschen geschnöckert. Schnöckern. Ja, ihr seht da unten so eine Truppe von Druiden und das, was hier oben steht, und das ist jetzt schon der erste Teil des kommenden Encounters. Kurzzusammenfassung für Triton und für die Zuschauer. Die erste Hälfte des Kampfes besteht, oder sagen wir, das erste Drittel des Kampfes besteht daraus, dass wir den Guten hier oben verprügeln. Der geht immer mal wieder weg und kommt wieder und lässt jedes Mal einen Credit sozusagen fallen oder ein Credit-Token auf einem zufälligen Spieler. Derjenige bekommt das als Buff und kann dann an dieser Tafel, wo der da rumdrückt gerade, einen dieser Druiden da unten hochkaufen. Große Druiden, also die Sechsbeiner und die Dreibeiner, kosten 2 Credit-Token. Die kleinen, also die Drohnen und die Zweibeiner, kosten jeweils einen Token. Haben unterschiedliche Fähigkeiten, sind unterschiedlich nervig. Läuft darauf hinaus, wir müssen uns am Ende da unten einmal quer durchkämpfen, Zeile für Zeile sozusagen. Und wenn wir dann hier elegant rauskaufen, machen wir uns diesen Kampf einfacher, indem dann die Viecher halt einfach nicht mehr so nerven. Insbesondere die Zweibeiner sind recht stressig und die Sechsbeiner. Kiko hat unten alles durchmarkiert, also alles, was ein Zeichen über dem Kopf hat, wird rausgekauft. Wir können es dann auch immer nochmal sagen, wenn da jemand ein Credit Token gekriegt hat, was er als nächstes kaufen soll. Und halte ich auch an. Und dann wird das einfach gedrückt. Also ihr seht da halt so eine Tafel. Blauer Knopf heißt, kostet einen Token. Gelber Knopf heißt, kostet 2 Token. Roter Knopf heißt, kostet 2. Einer davon wurde schon bezahlt. Wenn dann der 8. Token gerade da ist und gedrückt werden kann, kann man diesen Fettsack hier umballern. Und alle müssen diesen Fahrstuhl benutzen, der hier in der Mitte ist, weil der Raum hier oben mit Gas geflutet wird. Dann kämpfen wir uns da, wie gesagt, durch. Zeile für Zeile. Und sobald wir damit fertig sind, beziehungsweise genau genommen eigentlich nach einem Timer, aber eigentlich dürfte da auch schon alles tot sein, kommt dann Olok, der Schatten himself. Der geht dann auch immer mal in den Tarnmodus, spawnt Ads dazu. Das ist relativ unspektakulär. Wir machen es dann einfach so, dass alle Ranged den Waffenhändler umballern, der da kommt. Also das ist eine von diesen Ads, die da, also das Ad ist eine von diesen Mobs, die auch schon uns auf dem Weg hierher genervt haben. Und die Milis bleiben einfach auf dem Boss, oder? Genau. Milis Boss ranged die Ads. Alles klar. Wichtig nur für den Kampf hier, ich habe alle Zeichen verbraucht, also bitte für den Kampf hier oben keine Zeichen setzen. Alle Zeichen verbraucht, es gibt doch insgesamt, okay, ist, passt 8 schon. 8 Zeichen, genau, und ich habe 8 markiert. Ach, haben wir gar keinen großen rausgekauft, also. Warte mal, nee, stimmt, das Lichtschwert, die Gurke, warte mal, ich setze die Gurke, dann haben wir das Fadenkreuz wieder frei. So, passt jetzt. Alles klar. So, ich würde vorschlagen, weil in der ersten Phase hier oben kann das ein bisschen unübersichtlich werden, dass wir uns aufteilen. Nach dem, ich glaube, 4. Verschwinden oder so, also nach dem 4. Credit-Token, lernt dieser Stickerchen nämlich ein AOE dazu. Ist erstmal ein kleines bisschen orange angedeutet, da dann sofort raus. Das ist so eine Feuerdrohne, die macht böse Aua. Und deswegen haben wir es uns jetzt im 16er und dann später auch im 8er so angewöhnt, dass die eine Hälfte links bleibt und den linken Leibwächter platt macht, die andere bleibt rechts. Also ich hätte jetzt einfach vorgeschlagen, die komplette 4. Gruppe rechts, komplette 3. Gruppe links. Kiko, Letty rechts, ich und Steffi links. O'Neill, Zirp rechts, Listas, Zilara links. Und dann geht das alles irgendwie, oder? Jo. Triton, hast du noch eine Frage zu dem Token kaufen hier? Ja, ich glaube, ich kann erstmal sehen, bevor ich das Ganze check. Also die Sache ist, wenn du den Buff abbekommst, hast du quasi eine Münze bekommen. Mit dieser Münze kannst du das halt freischalten und ich sage dann vorher nochmal an, welches freigeschaltet werden soll. Das hört sich dann so an wie zweite Reihe, zweiter von rechts. Wenn du da hinten auf die Schaltfläche siehst, würdest du dann halt zweite Reihe von unten und den zweiten von rechts anklicken. Mit der rechten Maustaste.
Sieht eigentlich genauso aus wie das Minesweeper-Board beim Colonel Wargath in Denova. Over, ja. Karhat, du hast mich gerade angeflüstert. Was habe ich gesagt? Dritte Gruppe rechts oder links? Links. Links, alles klar. Vierte rechts. Runden Achse, ich tank rechts, du tankst links. Genau. Letty rechts, Steffi links und dann passt das. Okay. Links vom Eingang aus. Wir essen ja, von unserer Position hier aus, links und rechts jeweils gesagt. Alles klar. Wenn wir noch ein bisschen diskutieren, hat gleich alle Droiden verkauft, dann haben wir auch keine Sorgen mehr. Es geht, ihr könnt hier übrigens mit Frachterflug anfangen wieder. Aber ich hab nur gebraucht, ja, danke. Wenn ihr es kaputt macht, seid ihr tot. Schüler, erste Zeile, zweiter von links. Jetzt hier zuerst die Leibwache, oder? Genau, immer erst die Leibwache, danach kann der Typ erst Schaden nehmen. Ah, okay. Nächster Token ist zweite Reihe, erster von links. Wie viel? Zweite Reihe ganz links. Nächster Token ist zweite Reihe, zweiter von rechts. Ja. Alles klar. Der nächste dann das rote. Oh, das wird kompliziert. Jog S. Ihr habt es hier schon gesehen, wenn wir uns die Droiden kaufen, dann kommen die halt hier hoch und supporten uns ein bisschen. Leider haben die so ein bisschen die Angewohnheit, dann auf diesen reichen Käufer zu schießen, während der gerade noch geschildet ist. Entsprechend nutzt das nur halb so viel. Wieso halb? Nächste Reihe gar nicht. Dritte Reihe ganz links. Und ja, die hat natürlich recht, es ist völlig sinnlos. Wechseln wir vielleicht irgendwann mal weg. Ja, Kiko. Oh, ich klicke bestimmt daneben. Nimm die Ananas. Wie immer. Die rote Ananas. Ja, ich weiß, du magst keine gelben. Das sind aber auch was unnatürlich, so gelbe Ananas. Ach. Nächster Token ist dritte Reihe ganz rechts. Also zweite von oben, ja. Oh nö. Hier, das ist dieser. Das ist dieser tolle orangene Aua-Kreis. Nicht zu verwechseln mit dem Heilfeld, auch wenn es in etwa so riecht. Was? Also Kyle läuft wieder rein. Richtig. Nächste Token ist vierte Reihe, zweite von links. Genau, ganz oben die beiden blauen sind das. Tauron. Toblerone. Hast du gerade echt gesagt Toblerone? Ja, ich weiß auch nicht. Ich muss da immer an Toblerone denken, wenn ich den Namen lese. Wer jetzt die letzte Reihe den Token bekommt, wartet bitte noch eine Sekunde, bevor er drückt, weil der Rest des Raides muss ich erst am Fahrstuhl versammeln. Bevor wir alle mit Giftgas überflutet werden. Wo
bolzt ihn dann erstmal um hier. Genau. Zilara, gut. Warte, ich weiß Bescheid. Der letzte Blaue in der obersten Reihe. Ganz drücken. Bei dir. Seht euch gerne um, aber passt auf, wo ihr hintretet. First Target ist... machen wir von links nach rechts einfach. Du nimmst dann den... Artillerie? Jo. Das zweite Target ist dann der Aufklärungsruide ganz rechts. Machen wir die Kleinen erstmal weg. Drück. Achso. Und dann muss er hier noch. Plasma, Ionen oder Carbonit? Warum nicht alles drei? Ich habe diese Dinger auf Ort Mantell gefunden. Fängt jetzt keiner den links? Bitte was? Ich habe ja gesagt von links nach rechts und du fängst links an. Deswegen habe ich. Ach, ja. Ist weg. Keine genau, Aufregung. Einmal mit Profis. Keine Panik, jeder hat sein Handtuch dabei. Übrigens klingt der Olog auf Deutsch sowas von scheiße. Bei dir klingt doch auf Deutsch immer alles scheiße. Na, der deutsche Krieger, an den gewöhne ich mich langsam. Den finde ich richtig geil. Kiko links, ich rechts? Du bist rechts, alles klar. Genau, links ist First Target. Kiko ist rechts, das war mir aber nein. Aber radikal, oder? Was brauchst du? Selbst die Hutten fassen einige meiner Waren nicht an. Axel, willst du den Endboss dann dahin machen oder willst du den Söldner Schnitzer? Schnitzer ist gar nicht da. Na, der Range hier, ich weiß nicht, wie der heißt. Unter der Waffenhändler? Genau. Ich kann ruhig den Boss machen, der macht ja auch nicht wirklich Schaden, glaube ich. Richtig. Ja, der ist ja so gut wie kaum da. Das außerdem? Ich habe diese Dinger auf Ort Mantell gefunden. Gefallen sie euch? Ich will den großen. Den linken wieder. Okay. Deswegen habe ich vorhin die Seiten eingeteilt. Siehst du, Kiko ist gar nicht rechts. Also der tut nur so. Jetzt bin ich aber beruhigt. Oder ist ein rechter, linker. Ich nahm an, dein von links nach rechts bezog sich auf die DDs. Nee, hier zwei Felder links, zwei Felder rechts. Also. Halt mal einfach, wenn du die Gegner dann siehst, weil. Wieder weiß. Links, zwei rechts, eigentlich fallen lassen. Kalt im Wind. Gab's da nicht damals bei der Bratapfelplanet so einen, der zwei links, zwei rechts? Ja, E-Sport ist hier gefährlich. Ja, ich habe die Range schon ein bisschen unterschätzt. Alex und ich haben im HC auch mal festgestellt, dass er E-Sport trotz Range größer 15 Meter, die Druiden auf einen gezogen hat. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder. Aha, okay. Wir uns einmal beinahe zerrissen. Na, wenn das hier weggeht, nuckel ich mal noch gemütlich am Bierchen. Liebe Kinder, keine macht den Drogen, das ist natürlich alkoholfrei. Ja, Beck's Eis, lang genug offen und dann ist das auch alkoholfrei. Ich weiß noch gar nicht, was das hier kann. Bringst doch fast Brause. Wir haben zu viel Schaden dabei, merkt ihr das? Nee, das ist super, ich habe alle Druiden bis jetzt weggelootet. Man kann nicht genug Schaden haben. Dachte ich. Wir haben alle einen Schaden, so ist es nicht. Das ist sowieso amtlich, ja. Achso, ich dachte, das muss man gar nicht mehr erwähnen. Stellt euch bitte am besten einfach alle tot oder so. Autoschuss. Ein Wort über zu viel Schäden, ich mache echt nur noch Auto-Hit. Was hat das Auto dir denn getan? Es wird heiß. Das kühlt immer noch aus. Das Auto. Tauron, selbst mit Auto-Attack-Massen noch 1,5. Ja, bitte schön, Axel hat mich totgestellt. Inspiration zünden wir, wenn der Boss seinen ersten Phasenwechsel hier gemacht hat. Also wenn er sich mitten auf dem Spielfeld das erste Mal befindet. Quasi, wenn das zweite Mal erscheint.
Oh Mann, wir haben es kaputt gespielt. Der steht noch unter der Dusche. Ich habe diese Dinger auf Ort Mantell gefunden. Gefallen sie euch? Ich zeige meinen Kunden, wie es gemacht wird. So. Inspi! Versaute Tiernamen. Pöderschmetterling. Mutziges Meerschwein. Wenn ihr gleich einen dumpfen Knall hört, ne, da war's mein Kopf. Spielst du ja per Pace Road? Gerade so anspruchsvoll hier. Ja, das kann schon aufregend sein. Spiegel mal deinen Monitor oder so, das ist dann lustig. Ich bin tot. Ja, ja, aber ich kratze mal auf. Ja, ich stand gerade recht weit hinten und war out of range. Ich stand gerade ungünstig, weil ich mir gedacht habe, ach, lässt ihn stehen. Passt schon, haben wir Metal Reds über. Ach, besser ihn als dich, oder? Übernehmen wir, wenn du bereit bist. Ja, wenn er wieder da ist. Wir müssen den Kunden noch töten. %. Ich glaube, wir schaffen das nicht mehr. Rapide fallen. Mein Gott, für den ganzen Tarnungssonnen, da kann es ja gar nichts mehr verstecken. Ignoriert die Ads, tötet den Boss. Aber unterbricht bitte den einen, der außen steht. Feuert gerade sein Audi schön in die Luft. So extra weggedreht. Ich habe viele meiner Waffen an andere verkauft. Viel Spaß. Mann, das war doch total geschmeidig. Ja. Moment, ich sammle da drüben noch mein restliches Blut wieder ein. Ach, stell dich nicht so an, Hase. Ach, das war nur mein Todstellen. So, einmal Hosen für Triton, dann kann er endlich mal wieder Hosen anziehen. Okay. Das ist doch dein Repertoire, da musst du würfeln. Hm? Was? Wie? Schuhe und so. Ach. Eigentlich ist das ja mehr. 3, 2, 1, zu viel. Warte, warte, Sieger. Warte. Zu spät. Ich geb's dir nachher. Wer hat's gekriegt? O'Neill hat's gekriegt. Ja, Steffi wird das haben. Ja, ich wollte es ganz gerne von meinem Schmuggelmuggel. Du musst es, glaube ich, noch aus dem Boss jetzt rausholen, O'Neill. Wenn alle schon weglaufen. Ne, Receives steht da. Ich hab's ja gekriegt. Arzt doch. Ah, okay. Dann warst du noch nah genug dran. Dann tauschst du untereinander. Ja, ja, machen wir schon alles. Dankeschön. So. Alles klar, aber die Zeit ist schon wieder rum. Bisschen länger gedauert hier als erwartet. Dann würde ich sagen, zum vorletzten Boss gespannt. Begeben wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, stay frosty.